Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind inzwischen bei Part 5 vom Aufbau des Vaterra Twin Hammers. Ich habe die oberen Sturzstangen für vorne schon mal vorbereitet, weil das absolut uninteressant ist. Das ist ja ganz einfach ineinander schrauben. Weitermachen tun wir jetzt aber zusammen. Und da sollen wir hier diese Kugelköpfe reindrücken. Dann machen wir das doch auch mal. So. Ich habe irgendwie heute nicht viel zu erzählen. Das ist, ja, hat sich noch nicht viel getan. Ich habe mir so ein, zwei Sachen von der Spielwarenmesse angeguckt gehabt. Was da so momentan gang und gäbe ist oder was weiß ich, was da gerade neu ist. Aber ja, ist jetzt irgendwie kein Fahrzeug dabei, wo ich sofort sage, muss ich haben. Ist ein bisschen schade. Ja, aber es ist alles, ja, gut, ne? Alles schöne Fahrzeuge so, aber halt wirklich nichts, wo ich sage, ey, Alter, das muss es sein. Der einzige, der mir so auch ganz gut gefällt, ist der Axial Yeti Score, also der quasi echte Short-Course Truck. Den kennen ja sicherlich viele von euch. Aber da muss ich auch sagen, den werden jetzt ja in Zukunft so viele Leute haben, da habe ich dann schon wieder wenig Lust drauf. So, beziehungsweise was heißt wenig Lust, der ist ja auch nicht mal so günstig. Da muss ich mal schauen. Also wird sich zeigen, ob ich da rankomme. Wenn ja, wird es mich freuen, weil ich halt sowas ja schon seit Ewigkeiten auch suche. Ne? Einen richtigen Short-Course-Truck. Jetzt bin ich aber momentan auch wieder auf der Suche nach einem Offroad-Racer oder sowas. Also bin da irgendwie jetzt wieder in ein paar Richtungen unterwegs. Ja, deswegen. Aber ja, bevor ich ein neues Projekt anfange, mache ich erstmal das Boot fertig. Ist okay. Ist wirklich okay. Möchte ich doch auch. Momentan ist das Wetter eh scheiße, also es ist egal, mit was ich mich beschäftige. Ob nun mit Boot oder mit Autos. Hauptsache, ich mache irgendwas. Deswegen. So. Ich schätze jetzt einfach mal, das soll ins innere Loch. Aber wie gesagt, ich suche ja für das Boot echt noch Motoren. Das ist so ein Problem, günstige, aber gute Motoren zu finden, die halt auch dann, ja, ich sag mal, von den Ampere-Daten, Volt und Watt, dann ebenfalls auch gut reinpassen. Ne? Weil ich habe ja gesagt, ich will mit dem Boot über 100 km/h schnell werden. Und das geht natürlich nur, wenn ich da auch ein anständiges Antriebssystem drin habe. Ne? Wellenanlage und so weiter, das habe ich ja alles. Ja, also Power-Trims, Ruder, ein Servo habe ich ja hier liegen. Ich habe ja zwei Regler schon hier liegen. Ich habe ja quasi alles. Für mich wichtig sind einfach wirklich nur noch Motoren und dann ging das auch los. So. Dann würde ich mir wahrscheinlich nochmal neue Motorhalter feilen, beziehungsweise vielleicht sogar fräsen. Und gut ist. Aber da ich noch keine gefunden habe und mich leider nicht jeden Tag 24 Stunden mit Motorensuche beschäftigen kann, geht das leider nicht. Falls es einer von euch gerne machen möchte und mir mal was zeigen würde, dann kann ich euch mal sagen, dass ich Motoren suche mit einem Durchmesser von 28 mm, also keine 540er Standardmotoren. Das ist ganz wichtig, weil das sonst nicht gut reinpasst. Weil ich möchte das Ganze später demontieren können. Und wenn das diese 540er Motoren sind, dann kann ich das halt eben nicht. Dann würde ich es quasi einmal einkleben und das war's. Und da möchte ich, ja, da habe ich keine Lust drauf so.
möchte ich nicht. Deswegen, also wenn da jemand von euch eine Idee hat, was man da machen könnte, dann immer her damit. Ne? Ich bin für alles dankbar. So, wir müssen jetzt hier die Stoßdämpferaufnahme für vorne anbauen. Da suche ich jetzt gerade mal die Schrauben für. Hab sie gefunden. So. Ja. Naja, aber na, wie gesagt, Wetter ist sowieso doof. Man kann sich jetzt relativ viele Gedanken machen um das, was man eventuell in der nächsten Zeit mal haben möchte, mal bauen möchte. Und ich muss ja auch gestehen, dass nicht alles bei mir mit Modellen zu tun hat. So, also in gewisser Hinsicht hat wirklich alles mit Modellbau zu tun, aber nicht unbedingt mit Modellen an sich. Sondern wenn dann vielleicht auch mit ein bisschen was anderem, um solche Modelle selber zu fertigen irgendwann. Und ja, da arbeite ich halt momentan drauf hin. Das ist so mein Hauptaugenmerk. Deswegen will ich auch nicht immer allzu viel Geld für ein Modellbau ausgeben, jetzt, ne, gerade in diesem Moment, weil ich halt wirklich auch da jetzt nach Maschinen gucke. Und ja, lasst euch da mal überraschen. Also von einer Sache ist definitiv schon sicher, dass ich sie habe. Was genau das ist, verrate ich euch jetzt nicht. Das kommt, wenn das Ganze in dem Raum steht, wo es alles halt rein soll. Weil, ja, ich kann das hier nicht alles in meinem Zimmer machen. Passt einfach platztechnisch nicht mehr. Hab ja auch ein paar Modelle und dann muss ich auch noch irgendwo pennen. Und dann muss man irgendwo auch nochmal einen kleinen Freiraum zum Leben haben und einen Kleiderschrank. Und ich sag mal so, wenn man hier ins Zimmer reinkommt, dann denkt man, das ist Modellbau mit ein bisschen Zimmer und kein Zimmer mit ein bisschen Modellbau. Ja, und das ist halt schon ein bisschen arg. Also, dass mein Hobby nicht unbedingt Puppen sind, das kriegt man schnell mit. Ja, und dementsprechend muss ich mir halt jetzt einen Raum suchen quasi, was ja auch sehr aufwendig und teuer ist. Aber wie gesagt, lasst euch da mal überraschen. Vielleicht wird da ja noch was draus. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und dann nehme ich euch natürlich mit, ist ja ganz klar. Ihr bekommt ja alles gezeigt, wo ich denke, was euch interessieren könnte. Und ja, jetzt muss ich gerade mal sagen, das ist schön, dass diese Rocker hier, die kennt man ja auch von Traxxas, von den 1:16er Modellen und auch vom großen Erebo und Summit, dass die Kugel gelagert sind. Das finde ich gerade schon wieder richtig cool, weil das wäre wieder dort oftmals ein Tuning. Zumindest bei den Kleinen war das ein Tuning. Ich weiß nicht, ob die Großen eigentlich jetzt gerade Kugellager in den Rockern haben. Hier ist es auf jeden Fall so. Das finde ich cool. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das da anbauen soll. Sieht aber aus, als wenn das Ganze da so rauf soll. Ja, macht ja auch Sinn. Dann machen wir das doch auch so, ne? Und von oben soll eine M3-Mutter drauf gehen. Jo. Dann machen wir das doch auch. Ach, was mache ich das eigentlich mit dem Gammelwerkzeug hier? So. Ich meine, so ein Radschlüssel ist schon mal gut, aber die hier sind halt trotzdem irgendwie besser. Oh, man darf das Ganze nicht zu fest anziehen. Sonst geht das nicht frei. Soll aber auch kein Spiel haben. Ja. Jetzt bin ich für den hier, also für den Twin Hammers, gerade noch auf der Suche nach 1.9er Felgen, Beadlocks, aus Stahl oder Alu, relativ günstig. Vielleicht hat da jemand ja auch nochmal einen Tipp. Jetzt kommt mir nicht mit Laser, hat doch gerade welche gezeigt. Ja, ich weiß.
bei dem Shop habe ich auch schon geguckt. Aber ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht unbedingt genauso das bei, was ich haben möchte. Beziehungsweise ich habe die Laser hat auch gar nicht gefunden. Vielleicht gibt es in der Rubrik noch mal ein bisschen was, weil der Shop ist meiner Meinung nach etwas unübersichtlich, weil er so viel beinhaltet. Ich meine, das ist cool, ne? Welcher Shop hat schon so viel Zeug? Aber macht das Ganze auch irgendwie ein bisschen unübersichtlich. So, ich schraube die hier mal eben wieder zusammen und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich sag euch, diese Dinger zusammenschrauben ist eigentlich das Dümmste in einem Kit, was man machen kann. Also ich finde, das ist die doofeste Aufgabe. Aber egal, muss gemacht werden und dann wird das gemacht. Ganz einfach. Ja, ihr rollt auch alles weg. Falls ihr das zwischendurch mal prasseln hört oder irgendwie derbe ein Pfeifen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Das ist dann tatsächlich der Wind und der Regen, der gegen mein Fenster prallt. Was schon ganz schön hart ist, weil das wirklich hier ganz gut stürmt gerade. Deswegen ist wohl auch echt mit Fahren nichts. Also, da muss man sich jetzt gedulden, bis da was kommt, denke ich. Und ich muss jetzt hier eben. Jo, mal schauen. Das sind jetzt die. Ja, ich sag mal, Stangen, die ja quasi unseren Dämpfer verbinden mit der. Bei der Aufhängung im Querlenker. Upsala. Also ich mag die Aufhängung eigentlich echt. So auch vom Traxxas früher, ich fand das nie schlecht. Wird halt selten gemacht. Ich weiß, dass Carson noch den, wie heißt denn der? Rock Warrior oder sowas hat, keine Ahnung. Da haben die das ja auch so umgesetzt mit der Dämpfung. Aber der sackt ja anscheinend ziemlich schnell zusammen, so wie ich das bis jetzt so gesehen habe. Deswegen wollen wir mal hoffen, dass hier vielleicht bessere Stoßdämpfer verbaut sind. Dann klappt das hier vielleicht besser. So, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen fummelig und wackelig. Man hin. Ich habe übrigens immer noch keine Idee, wie das Ganze am Ende aussehen soll, also von der Lackierung her. Und da brauche ich echt noch mal Hilfe. Das ist eure Sache. Nein, das ist natürlich nicht eure Sache, aber ich würde mich über eure Hilfe freuen, weil mir da irgendwie absolut nichts einfällt. Man könnte das irgendwie tarnfarben machen, aber das ist auch, ja, keine Ahnung, nicht unbedingt schick. Das Grün, also ne, das, was er im RTR hat, das finde ich gar nicht mal hässlich, aber das hat ja schon der RTR. Das heißt, man muss sich irgendwas anderes ausdenken, finde ich, weil wir bauen ja das Kit zusammen und das muss man auch sehen, dass wir da die Karosserie selber lackieren können, beziehungsweise selbst lackiert haben. Dann dachte ich irgendwie an einen Misch mit irgendeinem Metallic Rot, also mit einem dunkleren Metallic Rot, mit Weiß vielleicht, na, ein auf Classic so. Aber ja, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Dachlampe haben möchte. Da habe ich mir auch schon eine rausgesucht, einfach damit das ein bisschen scaliger aussieht und halt dann auch bei Nacht und so weiter fahren kann. So, da habe ich mir schon eine ausgesucht. Die gibt es einmal von Vanquish Products irgendwie. Also keine Ahnung, da ist sie aber sauteuer. Und dann gibt es sie nochmal von irgendeinem anderen Hersteller und ich werde sie halt von diesem irgendeinen anderen Hersteller nehmen. Weil sie da einfach nicht so teuer ist. Die ist mit, ich glaube, 42 SMD-LEDs. Kennt vielleicht auch der eine oder andere hier. Und ja, das ist dementsprechend echt cool.
Cool wäre es natürlich gewesen, wenn das hier alles grüne Alumotan gewesen wären. Aber man will auch mal nicht zu viel verlangen. Weil was mir auffällt, diese Alu-Schrauben oder Alu-Muttern, die sind so schweineteuer. Und ich weiß gar nicht wieso. Ich meine, gut, ist halt Alu, ne? Klar. Braucht auch bestimmt eine gewisse Festigkeit, kann ich auch verstehen. Aber was man da teilweise für 10 Alu-Schrauben bezahlen soll, das ist ja unglaublich. Für den Preis von 10 Alu-Schrauben bekomme ich gefühlt 200 Edelstahlschrauben. Wenn ich da so in manchen Shops gucke, irgendwie mit 6 Euro oder sowas, dafür kaufe ich halt tatsächlich 200 Edelstahlschrauben für 6 Euro. So, klar ist Alu deutlich cooler und ist auch eloxiert und farblich und allem drum und dran. Deswegen will ich es ja auch haben. Ne? Mir geht es gar nicht unbedingt ums Gewicht. Mir geht es einfach darum, dass es farbig ist. Ja, aber ist es mir dann irgendwie auch nicht wert, wenn die so teuer sind. Ne? Bringt ja dann nicht viel. Man auf so ein ganzes Auto gerechnet, wenn man da die ganzen Schrauben jetzt beim 1 zu 8er beispielsweise durch Alu-Schrauben tauscht, das ist natürlich schon ein anderer Schnack, ne? Das ist ja ganz klar dann schon eine Gewichtsersparnis. So, cool. Das funktioniert. Jetzt sollen wir hier noch den. Das war klar, dass die Mitnehmer abfallen. Ich glaube, das sagte ich auch schon. Deswegen lasse ich die jetzt auch gleich mal ab. Sollen wir hier vorne hin, genau, den noch anschrauben. Dafür brauche ich natürlich wieder ein paar andere Schrauben hier. Dann auch gleich das Stabi-Kit. Das, da ist es. Oder sind es die? Ich glaube, das sind diese Schrauben hier. Ist hier auch nicht so gut beschrieben. Also ob man jetzt C4 bis 2 oder was weiß ich da öffnen muss. Oder halt eben das andere. Naja. Kurz gucken und einfach sehen, dass hier diese Schrauben drin sind, die ich brauche. Das sind nämlich hier die M3x10 Senkkopf. Dann wollen wir das hier auch mal eben anschrauben. Oder macht das jetzt schon Sinn? Das macht jetzt noch keinen Sinn. Na, wir wollen hier nicht ein Fail nach dem anderen machen. Ich passe da schon auf jetzt. Grüße an Laser mit einmal in die Zeichnung gucken, ne? So, wir hatten vorne Medium genommen. Deswegen nehmen wir hier jetzt auch wieder Medium. Einfach nur, damit wir das gleich haben, würde ich sagen. Zum Ausprobieren. Die beiden ich wieder mit dem anderen Zeug. So, dann wollen wir mal. Die stecken wir so rum drauf. Ich weiß schon, dass Laser sich das Ganze wieder angucken wird und ablachen wird. Also ich muss ja sagen, dass ich auch hin und wieder mit ihm quatsche und der amüsiert sich immer herrlich. Das ist ja schön, dass ich so belustigend bin anscheinend. Nein, ist alles gut, ne? Solange man ein bisschen seinen Spaß hat, lohnt sich das doch alles und dann passt das. So. Und hier müssen wir das, so wie es aussieht, auch bündig vorne machen, also so wie bei dem anderen. Und auch hier wieder mit Loctite arbeiten, ne? Ganz klar. Damit sich hier nichts löst. So. Jetzt zurück auf nach da ist es, das zweite Teil. Na, Schwerkraft. Ach Mensch. Oh. Ja, aber man neigt sich immer mehr dem Ende zu, was ich immer ein bisschen schade finde. Weil ich mag das wirklich sehr, diese Bausätze aufzubauen. Das macht mir immer echt eine Riesenfreude. Und das ist dann echt immer schade, wenn das dann so nach, ich sag mal, ein paar Parts, ein paar Stunden schon vorbei ist.
Ich meine, es reicht. So ist nicht. Also ein paar Stunden reichen wirklich. Aber ich weiß nicht. Es gibt nichts mehr, woran man jetzt irgendwie über Wochen baut. Es sei denn, man kauft sich diese Hachete-Hefte oder was weiß ich da, die dann aber auch am Ende wieder so ein Auto rausbringen, wo das insgesamt 1000 Euro kostet. Und dann denke ich mir auch so, das ist irgendwie zwecklos. Also wenn wir Modellbauer hier uns ein Auto für 1000 Euro kaufen, dann haben wir da schon richtig was Anständiges. Und das, was meistens aus diesen Hachete-Heften da rauskommt, ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt, aber es gibt ja ein paar Mal im Jahr meistens halt ein Schiff oder gab auch schon von De Agostini diesen Formel-1-Wagen da. Weiß nicht, ich finde das irgendwie immer ein bisschen doof, wenn das Auto am Ende halt 1000 Euro kostet. Man sammelt sich das über Wochen zusammen. Das Auto ist aber niemals 1000 Euro wert. Na, also das würden wir so auf dem freien Markt, würden wir so ein Auto niemals für 1000 Euro kaufen. Das wäre ja deutlich weniger, was wir da bezahlen. Ne? Und wenn man das bedenkt, dann ja, sind diese 1000 Euro da immer so ja, ein bisschen Abzocke. Aber ich kenne das natürlich. Ne? Man fängt mit was an und darauf setzen die ja auch, dass man das zu Ende bringen möchte. Die sagen sich, pass mal auf, das erste Heft 2 Euro. Und dann machen wir die nächsten halt dementsprechend immer, immer teurer. Und die letzten Hefte kosten dann irgendwie 18 Euro oder was weiß ich. Und da kauft derjenige, der das Ganze natürlich von Anfang an gebaut hat, sich diese Hefte für 18 Euro auch noch, damit er das halt fertig bekommt. Ne? Das finde ich mal ein bisschen schade, weil solche Bausätze oder sowas, die kriegt man ja auch sicherlich für 500, 600 Euro. Was mir aber dann auf einmal auch wieder ein bisschen viel erscheint. Also bei meinem Losi 8 3.0 habe ich ja den Nitro-Buggy aufgebaut. Da habe ich das Kit damals für 5,39, das war schon heftig. Also das tat schon fast weh. So ein Kit. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Losi 8 4.0, also der allerneueste, der Buggy, auch schon wieder als Elektroversion draußen ist, auf dem Markt, ich glaube für 599 Euro als Kit, da fehlt alles. Da fehlt sämtliche Elektronik, da fehlen Servos, beziehungsweise ein Servo, da fehlt einfach alles. Und dann bezahlt man 599 Euro. Also 600 Euro für ein nacktes Auto. Für mich ist das einfach nur noch der nackte Wahnsinn. Also würde ich ehrlich gesagt nicht mehr machen. So, ich liebe ja Losi, beziehungsweise TLR, also Team Losi Racing. Da bin ich ja ein absoluter Fanboy, gebe ich auch zu. Aber irgendwann ist auch Schluss. Und Schluss ist in genau dem Moment, wo man halt für ein Kit den Preis aufruft. Oh, das war Fail. Müssen die erst reinschrauben. Weil das ist einfach zu viel. Das geht ja nicht. Das ist ja für einen freien Markt doch überhaupt nicht interessant. So. Und wer von euch setzt sich hin und sagt, okay, komm, ich kaufe mir jetzt einfach mal aus Jux zum Bashen oder zum Spaß haben einen Bausatz für 600 Euro, sind jetzt vielleicht die wenigsten. Und davon sind bestimmt dann nochmal 20% Millionärskinder oder was weiß ich. Nein. Aber. Klar, Bausätze sind meistens wettbewerbsbezogen und klar kosten die dann auch mehr Geld. Das ist mir alles bewusst. Aber 599 Euro für ein Kit, das ist schon hart. Das ist schon wirklich richtig hart. Na? Naja, was soll's. Wir müssen es ja nicht kaufen. Wir können uns nur drüber unterhalten. Upsala. Und gut ist, ne? Ganz einfach. Unterhalten kostet ja nichts. So, das ging leicht, das freut mich. Eins und zwei. Ja, sauber. Na, der Stabi arbeitet. Das finde ich schon mal klasse. Jetzt noch hier vorne den Bumper quasi, also den Schutz. Draufschrauben. Upsala. Und dann haben wir eigentlich die Vorderachse wirklich fast komplett jetzt. Bin gespannt, was im nächsten Schritt kommt. Ich habe noch nicht vorgeblättert. Aber ich könnte mir natürlich jetzt vorstellen, dass wir das Ganze mal mit dem Hauptchassis verbinden. Na. Na komm.
Ja, von meinem Axial kommt wahrscheinlich auch bald wieder ein Video. Da habe ich mir jetzt mal wieder das einzige Video, was ihr davon gesehen habt bis jetzt, war ja leider das kleine, wo ich den Aufbau quasi zusammengeschnitten habe in einem kurzen Video mit einer relativ lustigen, fröhlichen Musik. Und das, was jetzt kommen sollte, also ich habe ein bisschen Tuning dafür, das werde ich euch zeigen. Und dann habe ich neue Stoßdämpfer halt auch, die zeige ich euch dann auch. Und so weiter, also ein bisschen Zeug ist da. Einen neuen Regler werde ich mir jetzt auch die Tage bestellen, da bin ich sehr interessiert dran, da bin ich mal gespannt, was der hergibt. Ja. Muss ja sagen, dass da, schätze ich mal, das ein oder andere richtig coole bei rumkommen kann. So. Ich habe das jetzt eingebaut. Nicht wundern, wenn das ein bisschen glänzt. Ich habe da ein bisschen WD-40 drauf gemacht, weil sich das Ganze sonst sehr, sehr schwergängig angefühlt hat. Und jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich da die richtigen Schrauben finde. M3x10 Linsenkopf. 1 und 2. Weil wir bauen jetzt hier noch schnell das obere Deck an. Quasi. Na komm, man muss es auch richtig rum da drauf tun. Dann hält das auch. Und dann. Na, was soll denn das? So. Schrauben wir das noch drauf. Und dann ist aber auch gut. Für heute sind wir wieder ein bisschen weitergekommen. Und ich schätze mal, in Part 6 verbinden wir dann das Ganze mit dem Chassis. Hier warten jetzt auch wieder Lenkgestänge auf mich. Das werde ich wie hier auch machen, nämlich einfach die schon mal vorher zusammen drehen, weil das dauert eine Ewigkeit gefühlt und ist saunervig. Ja, und das muss niemand von euch sehen, weil es einfach extrem simpel ist. Die ganzen Fehler, die ich mache, verzeiht sie mir bitte, weil, ja, keine Ahnung, ich bin da anscheinend nicht aufmerksam genug. Das gebe ich auch zu. Aber ich gebe mein Bestes und die Fehler, die ich mache und ihr seht, macht ihr selber dann vielleicht bei so einem Kit nicht mehr. Und darum geht das ja alles, dann ist es ein Lernprozess nämlich. Und ja, wenn man aus so einem Video ein bisschen was mitnehmen kann, ist das doch auch schön. Und wenn das halt einfach Sachen sind wie, guck mal, der Idiot hat einen Fehler gemacht. Das ist mir dann auch recht. Das ist mir. Also dann ganz lieb, wenn ihr irgendwas daraus lernt, sage ich mal so. Gut, jetzt sagen die hier, wir sollen noch die M3x25, das werden ja wohl hier die ganz langen sein, hier von unten durchstecken und mit einer einfachen Mutter kontern. Ich schätze mal, da erfahren wir später warum. Und genau dafür ist jetzt das Teil hier gut, weil mit meinem anderen käme ich da jetzt auch nicht ran. Und mein anderer Schlüssel hier, der Steckschlüssel, der hat ja keine Bohrung, die so tief ist, dass ich quasi meine Schraube da reinstecken könnte. Deswegen ist es auch ganz gut, immer mal so einen Radschlüssel hier zu haben. So, dann sage ich schon mal Tschüss. Das war's mit Part 5. Wir sehen uns dann im nächsten Video bei Part 6, wie gesagt. Wahrscheinlich mit dem Zusammenbau mit der Vorderachse oder von der Vorderachse mit dem Hauptchassis. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Viel Spaß bei den anderen Videos. Ne? Ich sage es immer wieder, schaut bei meinen guten Kollegen vorbei. Laser, ne? UMB. Die Jungs sind da echt sehr nett. Und natürlich auch bei Army. Ne? The German RC Channel. Guckt da einfach mal vorbei. Lasst euch ein bisschen RC begeistern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.